haben ja zumindest schon davon gelesen und auch Iserun. Ja, Klapperschlangen, besonders gefährlich, wenn es dann irgendwo klappert, solltet ihr euch in Acht nehmen und diesen Hügel dann meiden. Iserun weiß, dass dann die Schlangen diese als Warnung ausstoßen, wenn man dann zu nahe kommt. Gerade dann die Beine der Pferde sind da ganz besonders in Gefahr. Ein einziger Giftbiss würde dann auch direkt töten. Da würde Kiaras dann auch sicherlich dazu anhalten, dass ihr diese Schlangen umgeht. Ongalo-Bullen, die ihr erkennen könnt, ein paar Chrom-Geparden, die im Gras sitzen und sich vor der Sonne schützen, die jetzt ja, langsam aufgeht, beziehungsweise schon aufgegangen ist. Wie gesagt, früh am Morgen, einen Sonnenhöchststand haben wir noch nicht erreicht. Ihr könnt einige Korams-Bestien erkennen. Auch einige Maraskan-Taranteln, also riesige Viecher, behaart mit ihren acht Beinen, die hier herumstratzen, Vogelspinnen, einige Sandwölfe. Also ihr seid dann den ganzen Tag damit beschäftigt, nach Tieren Ausschau zu halten, die hier in Hülle und Fülle existieren. Über euch kreisen einige Schwarzgeier. Ganz zu Anfang könnt ihr auch noch die eine oder andere Möwe krächzen hören oder auch Rehwild, was ihr erkennen könnt. In der Entfernung kann Boltax auf einen Mungo deuten, der da gerade mit einer Klapperschlange in einem Wettkampf sich befindet und gerade mit ihr kämpft. Und Iserun kann sogar auf einen Nachtwind deuten, der euch mysteriös beäugt, als er auf einem der orangen Bäume sitzt und dann angreift. Ja. Würfelt Ich winke mal. den Nachtwind mit dem Griffstück von meinem Nachtwind aus Boron entgegen. Ich Hab ich mach gar mal nicht, ne? 1W3. Schauen wir mal, wen er von euch angreift. Die 2, also eine 1. Abelmir. Abelmir Ja, wird von klar. einem Nachtwind angegriffen. Was tust du? Nimm dieses Vieh weg! Und ich schlag erstmal mit dem Stab nach dem Nachtwind. Ja. Obelmeier, was habt ihr dem armen Vogel getan? Nimm dieses Vieh weg! Hört doch auf zu schlagen! Der Nein, will die euch nichts Greifenzauberkundige. tun. Was? Wirklich? Guter Vogel. Ja, ich klatsche ja dann der Schlag geht daneben. Nehmt das weg! Rafim, habt ihr noch irgendwas Brotkrumen in der Tasche oder so? Ich hätte Fleisch in der Tasche. Ja, nehme ich auch. Was möchtet ihr denn? Das Pferdefleisch? Das Hundefleisch? Beeilt euch! Ist schon wieder anfliegen, das Viech. Aber Ich mir möchte mir so ein Stückchen Fleisch abreißen und versuchen, den Vogel irgendwie so ein bisschen anzulocken. Aber mir hast du eine Anzulocken. Rüstung an? Ja, Welche natürlich. denn? Eine Lederrüstung. Lederrüstung, sonst nix? Und unter der Kleidung, nö, sonst nichts. Schauen wir mal auf deine Trefferzone. Kampf. Trefferzone. Schwertarm. Hast du da eine Rüstung? Ich habe eine Rüstung auf dem linken und rechten Arm von 1. Ja, du bekommst zwei Trefferpunkte von dem Schnabel des Nachtwinds. Ein Ah! Schadenspunkt, der übrig bleibt. Ich möchte den versuchen, aus der Luft zu fangen. Kriege ich den Vogel irgendwie angefüttert? Du kriegst ihn nicht angefüttert, der ist rasend wild. Oh. Ein Ich weiteren möchte. W6 bzw. W3, die Das ist ein 5 und die sehr braves, 6. gefälliger Vogel. Ich werde ihm keine Feder krümmen. Das ist Iserun. Iserun, du wirst angegriffen von dem Nachtwind. Auch jetzt hackt er mit einem blutigen Schnabel auf dich ein. Was Ja, habt ich ihr bin denn jetzt dem dagegen. Vieh getan? Der mag einfach keine Zauberkundigen. Der greift alles an, was magisch Tötet begabt es! ist. Autsch. Ich schlag nach dem Viech mit meinem Magierstab. Kann ich es irgendwie versuchen zu parieren oder so? Ich muss gerade mal gucken. Es ist halt ein flugfähiger Gegner. Du kannst vorher mal Alles eine klar. Fliegenprobe würfeln, um den Angriff einzuschätzen. Ansonsten würdest du 7 TP in die Brust bekommen. Das tut natürlich richtig weh, wenn er nach dir hackt. Ich Ich denke, wir bin wollen gerade dagegen. noch Ich was. kann aber zum Glück ein bisschen fliegen. Ja, Also dann kriegst du theoretisch. einen Punkt Erleichterung auf deine Parade. Ist halt trotzdem noch erschwert Das zu ist ein fliegen sehr eigentlich, kleiner ne? Gegner, also eine Parade plus 4. Minus 1 ist eine Parade plus 3. Ich ziehe derweil schon mal meinen Dolch, um mich zu verteidigen, falls er gleich Ja. mich angeht. Ja, bestimmt. Ich möchte Dann immer, ich nehme ich möchte die. versuchen, das Vieh aus der Luft zu fangen, während das die anderen angreift. Ja, wenn du zuschlagen willst, ist eine Attacke plus 2. Ich möchte es greifen. Ja, dann versuche eine Raufenprobe plus 2. Das ist gar kein Ding. Du hattest gesagt 7, ne? Ja, habe ich 10 Punkte über. 7 TP in die Brust, genau. Das Klärchen. Ja, ich würde es fangen, treffen, wie auch immer. Gut. Ja, ich überlege gerade. Dann hast du es erstmal in deiner Hand, in deiner hohlen Hand gefangen und er hackt auf dich ein. Was willst du tun? Zudrücken. Zudrücken?
zu drücken. Gib mir mal eine Initiative. Ja. 23, ja. Du merkst, wie sich der Schnabel, der gerade eben an Isarun gepickt hat, wohl jetzt auch in Richtung von deiner Hand bewegt und dir schmerzhaft in die Hand pieken will, aber vorher dringst, kannst du zudrücken. Ich muss gerade mal gucken. Lebenspunkte 13, Rüstungsschutz 1. Ja, das könnte sogar einen Moment dauern. Ja. Ich hoffe, du hast heute Morgen Spinat gegessen. Dann bekommst du, ja, also ich gehe mal davon aus, du wirst ihn zerdrücken können. Also du kriegst vorher 3 TP in die Hand. Und da zählt die Rüstung halt nicht mehr, weil du ihn halt in der Hand hast. Ja, klar. Ja. Macht Sinn. Also 3 TP für dich. Und dann kannst du zudrücken. Mit einem widerlichen Geräusch. Ist dann der Kind tot. Auf wem war das denn nötig? Ich fand das sehr gut. Sehr gut gemacht. Das war nötig. Mit den kann man ja nicht erklären. Oh, wir sind aber die guten Zauberkundigen. Was ist denn das gewesen? Ja, das sollte euch zu denken geben. Ich dachte, das wäre jetzt der Feind. Das war der Feind. Es ist ein Vogel, Rafim. Warum sollte es der Feind sein? Warum nicht? Nur zur Orientierung, also du hast ihn, du hast halt den Hals gegriffen und dann zugedrückt, ne? Die Dinger sind leicht eulengroß oder können bis zu eulengroß werden. Das ist jetzt ein bisschen kleineres Tier, aber du hast auf alle Fälle dann den Kopf abgedrückt. Außerdem habe ich ihn aus der Luft gefangen, also ich hatte es mir auch ein bisschen verdient. Nun werft einem hier dieses Ding weg. Ja, pff. Hier. Nicht zu mir! Ich schlag den weg von mir. Ich dachte, ihr wollt ihn auch mal sehen. Hört ihr wohl auf, mit dem Kadaver zu spielen. Wollt ihr ihn ausstopfen? Er würde sich doch gut im Jagdzimmer machen. Haben wir ein Jagdzimmer? Eine hervorragende Idee. Aber ihr habt nicht Unrecht. Und wenn jeder Magier, der bei uns einkehrt, direkt weiß, was ihm blüht, wenn er nicht spurt. Ja. Das ist ein vortrefflicher Plan. Aber wie lange machen wir ihn? Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Ich könnte ihn so ein bisschen ausnehmen, dann hält er besser. Bitte, was habt ihr gesagt? Wie ein Gossenbandstrahler, sagte ich. Was soll das denn jetzt heißen? Das soll bedeuten, dass ihr anscheinend es für nötig haltet, nicht mehr zwischen Magiekundigen zu differenzieren. Benutzt doch einmal die euch von der Herrin Hesinde gegebenen Gaben, anstatt so blöde Aussprüche zu tätigen. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder bedeuten? Könnt ihr nur diese eine Frage stellen? Ja. Das beziffert die hier Sinne gegebenen Gaben doch ganz gut. Ja. Lass ich euch aber gleich noch mit darüber kommen. Na, komm doch her. Also bin ich der Einzige, der jetzt für ein ordentliches Boxing-Match ist? Komm, Freunde, so ein, zwei könnt ihr uns geben. Sie dafür haben wir jetzt keine Zeit. Dafür haben wir immer Zeit, Eure Spielereien könnt ihr zu Hause machen. Wir haben eine Aufgabe. Allerdings. Ja, wir haben besser. Dafür müssen wir erst immer wieder nach Hause kommen. Also vorwärts. Ja, so reitet ihr den restlichen Tag durch das Land der ersten Sonne, Aranien. Wie gesagt, immer auf der Hut vor Nachtwinden, vor den verschiedenen Tieren, die dann auch durchaus giftig sein können. Dieser kleine Nachtwind, eulengroßer Vogel, war jetzt ärgerlich, aber nicht wirklich lebensgefährlich. Und kurz bevor dann die Sonne untergeht, müsstet ihr euch um eine Unterkunft bemühen. Ihr zieht gerade durch ein Wadi, durch ein trockengelegtes Flussbett, was dann sicherlich auch in sowas wie einer Regenzeit gefüllt wird, als Nebenfluss des Baron Ula. Hier lässt es sich natürlich besonders gut darauf gehen. Es ist keine richtige Straße, aber dadurch, dass der Fluss oder, ja, wie gesagt, in Regenzeiten dann die ganzen Steine hier weggespült werden, ist es unglaublich schön, darauf zu gehen, zu laufen, auch für die Pferde, die freuen sich hier über dann den erhärteten Matschboden, wo auch einige Risse schon drin klaffen. Aber bald ist es sicherlich wieder soweit, dass der Fluss hier lang fließt. Ja, vor euch könnt ihr dann in einiger Entfernung, also es wird so sicherlich noch 200 Schritt sein, sagen wir 300 Schritt, könnt ihr dann ein kleines Türmchen erkennen mit, ja, sowas wie einer Behausung, die dort liegt. Immer mal wieder den einen oder anderen Strauch, der hier links und rechts am Wadi liegt. Und das könnte eventuell sowas wie eine Zuflucht sein, jetzt vor der Nacht. Ihr könntet natürlich auch eure, ja, 7 Sachen irgendwo aufschlagen und da im Hügel dann kampieren, in Hoffnung, dass es hier keine Schlangen gibt, aber das wäre eine Möglichkeit. Ja, Schlangen.
sollten es vielleicht zuerst auskundschaften, ob eventuell feindliche Kräfte innerhalb dieser Herberge dort sind. Ich bin dafür, wir schicken Rafim vor. Er sieht aus wie diese Strauchdiebe von hier. Er sieht doch nicht aus wie ein gewöhnlicher Strauchdieb. Er sieht aus wie ein sehr gut ausgebildeter Strauchdieb. Dankeschön, Isa. Ein kräftiger Strauch. Ich meinte es doch nur gut. Ja. Das sage ich dann auch das nächste Mal, wenn wir beide uns prügeln, aber mir. Ich meinte es doch nur gut. Ich stimme allerdings tatsächlich zu. Rafim ist am unauffälligsten. Besten gebaut. Das war das Wort, nach dem ihr gesucht habt, Jana. Auch. Besten gebaut. Das ist nicht die Qualität, nach der wir gerade suchen. Außerdem bin ich am besten gebaut. Voltax, macht ihn nicht lächerlich. Ich dachte, Zwerge sind nicht gebaut, Zwerge sind gemeißelt. Ja. Das ja, dann man so würde auch ich mal meinen Schlagring in die Hand nehmen. Also den auf die Hand ziehen. Ja, dann reite ich mal vor, ne? Wollt ihr in Schlagreichweite sitzen oder soll ich sie alle umbringen, bis ihr da seid? Vorzugsweise bringt ihr bitte niemanden um. Ihr macht das echt langweilig, wisst ihr das eigentlich? Ihr macht das echt langweilig. Ja, ich reite mal weiter. Oh, Prajos, womit habe ich das verdient? Ja, zieh dich gerne auf der Karte, so weit wie du laufen, reiten willst. Stopp. Ja, das habe ich mir gedacht. Wo? Ja, genau da will ich dich haben. Die anderen gucken zu. Nervös, aber ja. Initiative. Interessant, hast du Gefahreninstinkt? Oh nein, ich glaube nicht. Hast du nein, habe ich nicht. Dann steht hier, auf keinen Fall. Ja, dann steht hier eine Aufmerksamkeitsprobe plus 8 zu, also Initiative plus 8. Denkt daran, dass sich eure Initiative aus eurer Basisinitiative plus den halben THP-Stern aus einer unerschwerten Reitenprobe bilden. Noch. Solange er dort sitzt. Ja, wenn sie natürlich gleich runterhaut, die Hälfte von 15 ist 7. Ja, easy gekrittet, meine Freunde. Heißt, was ähnlich für eine Basis? Aber was habe ich jetzt wirklich 16 geteilt? Nee, deine THP-Stern verdoppeln sich nämlich bei einem Crit. Das heißt, du hast 16. Genau. Okay. Also du darfst deine Ini-Basis plus 16 nehmen. Okay, was ist denn mein Ini-Basis, Alter? Das weiß ich doch nicht. Das siehst du im Kampfbogen oben links bei Ini. Genau, die ist normalerweise 18. Das heißt, 18 plus 16 sind 34. Ja. Und dann würfelst du mal bitte eine Plus-8er Probe, weil es ein Hinterhalt ist. Auf was? Auf meine A32? Ja, du würfelst auf die 32 plus 8. Gibt Kampfreflexen 34 plus 8. Kampfreflexen ja auch noch zum Bonus? Ob er das braucht, wenn er... Die Kampfreflexe sind dann 8. Ja, es ist halt lächerlich. Wenn er halt eine 20 würfelt, dann ist es ein Auto-Misserfolg und die 1... Du siehst, wie von links und rechts, von beiden Seiten zwei Pfeile heranfliegen. Du kannst sie aus der Luft fangen, wenn du möchtest. Also mit dieser Probe, Ja, ich würde sie beide jeweils mit einem Arm fangen und brüllen. Kommt raus, ihr Hurensöhne! Wer will sterben? Ja. Ja, und dann würde ich mich in die eine Richtung auf die erste da zulaufen. Oder zureiten. Komm, wir reiten. Ja, du siehst, wie gesagt, auf der einen Seite zwei Schützinnen, die dort verborgen sitzen und auf der anderen Seite einen Buschruf, den Zerquetscher der Leiber. Ach, hier schnappt mir mal eine von den netten Damen, die auf mich geschossen haben. Ja, wir gehen in die Initiative. Wie gesagt, das war der Meuchelangriff, den hatten sie frei. Und jetzt können wir einmal anfangen. Jeder setzt sich bitte auf die eigene Initiative. Schoko war auf der 34, zumindest noch auf dem Pferd. Die anderen bitte auch, damit ihr eingreifen könnt. Ah, ich habe ja schon. Kann 23 haben. Dann zieht euch bitte auf den jeweiligen Punkt. Reiterkampf macht da auch noch irgendwas, oder? Nein, Reiterkampf nicht? Erleichtert dir nur die Probe, wenn du Erschwernisse hast. Okay. Kann ich mit Token kopieren? Mit Steuerung C? Ja, kannst du. Steuerung C, Steuerung V. Probier ich mal. Ja, wenn du es nicht kannst, dann kann ich das sonst auch für dich machen. Sich vor den Kopf hauen ist eine freie Aktion, ja? Dann möchte ich dies hier tun. Hast du ihn nicht vorgeschickt? Ja, aber als Kundschafter, nicht als ich reite fröhlich. Egal. Sorry. Weil ich auch so guter Kundschafter bin, das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Er ist halt der Stärkste, aber von Kundschaften, also von offen reinreiten...
Ich weiß gar nicht, warum, was ich erwartet habe. Ich hab Schleichen null. Du hast recht, ich kann da echt niemandem die Schuld geben, außer mir selbst. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Also ich hätte doch auf Kriegskunst oder sowas noch würfeln können, das wäre halt alles hübsch gewesen. Ja, ich meine, man muss eigentlich nicht auf Kriegskunst würfeln, um zu sehen, dass das hier ein guter Ort für den Hinterhalt ist. Ja, selbstverständlich ist es ein guter Ort für den Hinterhalt. Man wird dann jeweils alle auf die Punkte ziehen. Ich gucke gerade immer noch nach der Initiative von meinen oronischen Kriegerinnen. Ich setze sie einfach mal auf 18 und dann gucke ich mir gerade noch mal den Brüschruf an. Das ist nämlich viel wichtiger. Der wird wahrscheinlich was Dummes haben, 11 oder so. Beherrschung, Basiskosten, Tentakel. Findet die Initiative nicht. So, ich ins WDZ schauen. Also beim Buschruf steht sie nicht dabei, aber du kannst mal WDZ 221 gucken, da steht der Schruf drin. Ein affenartiger. Ach, das ist der Dingsschruf, okay. Ein Schruf hat 9 plus 1 W6. 9? Ja. Es ist ein Schruf, was erwartest du? Du weißt nicht. Das ist eine Xaver-Kartoffel. 10. Xaver-Kartoffel. Die typische Gestalt eines Buschruf ist die eines großen, etwa 4 Schritt hohen Affen mit einem riesigen Maul, messerscharfen Zähnen. Anstelle von Armen hat der Buschruf 4 lange Tentakel, mit denen er sowohl gut klettern als auch Gegner zerquetschen kann. Im Grunde ist aber nichts anderes als ein Schruf, aber in der kabbalistischen Version nimmt er häufig eine affenartige Gestalt an. Das wird jetzt echt beschissen. Stellt euch nicht so an. Gut, du weißt nicht, wie beschissen das jetzt wird. So, ich habe das mit der Reitenprobe nicht ganz geschnallt. Was macht das jetzt mit der Ini? Du machst eine Reitenprobe, die halben THP-Sterne nimmst du und addierst sie auf deine ganz normale Basis-Ini drauf. Ist klar. Okay, das tut sich jetzt gerade gar nichts, aber okay. Gut, wir fangen an mit dem Schruf. Der Schruf ist als erstes dran, er wird sich bewegen. Da schaue ich auch gerade mal rein, wie die Geschwindigkeit. Achso, hier, ich sehe es doch. In die 9 plus 1 W6. Ja, genau. Jetzt, wenn ich schon habe, danke fürs Gespräch. Die Geschwindigkeit ist nur 6. Dann laufe ich mal 6, 12, 18 Schritt auf dich zu. Fertig. Schuf es durch, aber mir. Ich würde einen Guardianum wirken. Gegen Schild gegen Dämonen, natürlich. Plus 3. Guardianum Paradise, schütze mich vor Zauberei. Jetzt muss ich gerade einen Zauber suchen. Plus 3. Basiskosten. Und verkürzte Zauberdauer. Egal. Rechne nochmal für kurze Zauberdauer 3 dazu, aber reicht trotzdem. Ja, dann notiere dir bitte deine Zauberschildpunkte. Du hast gesagt gegen Dämonen? Genau. Also er ist auf alle Fälle als Dämon zu erkennen. Ganz ohne Probleme. Vor allem, weil er auch aus dem Gebüsch gestürmt ist auf den Befehl von seiner Meisterin. Aber mir ist durch 16 dieser Runde. Ich würde mich dann auch auf die Gruppe zu bewegen und Guardianum muss halt auch sein. Ich würde allerdings einen persönlichen wirken. Da schaue ich gerade mal nach, was das für eine Erschwernis war. Einen Moment bitte. Gar kein Problem. Reitgeschwindigkeit von den Fernen, Jalan weiß das? Tobimura-Falben haben eine Geschwindigkeit von... Sorry, ich muss in meinen Notizzettel gucken. Ja, kein Problem. Wenn ihr euch noch bewegen wollt... 12. 12. Ich habe eine Frage. Und zwar, wenn man sich normal bewegt, kann man ja auch mit einer Athletikprobe sprinten. Kann ich das auch zu Pferd und mit einer Reitenprobe machen? Das musst du mir sagen, wenn es bei Reiten drin steht. Ich habe es nirgendwo gefunden. Ja, dann wird es wohl nicht möglich sein. Oh, in diesem Fall, ich ziehe jetzt einfach schon mal vor, wenn diese Runde rechnet, sprinte ich nämlich meine dreifache GS, 36 und 2 freie Aktionen Schritt für insgesamt 38 Meter. Ja. Und vor den Kopf hauen muss ich dann auf nächste Runde verschieben. Ja, solltest du tun. Freie Aktion geht natürlich immer mal so, aber wenn Rafim nicht schon tot ist, bevor du ankommst, und dann kannst du langsam einreiten, dann stirbst du, wenn die anderen einkommen und so weiter und so fort. Ich weiß, wie ein Schruf funktioniert. Lass mich das regeln. Gut, Iserun, willst du dich bewegen oder willst du zaubern? Ich würde ja am liebsten beides machen. Also ich nehme an, es dauert mehr als 2 Kampfrunden, bis ich dort ankomme. Ist das korrekt? Ja.
In dem Fall würde ich mir nämlich auch beim Zaubern Zeit lassen. Ja, kannst du machen. Aber dann wirst du in der Zeit auch nicht reiten können. Ach so, okay. Ja, das ist jetzt die Frage. Willst du halt hinreiten oder willst du zaubern? Beides geht nicht. Ja, ich meine, technisch gesehen, sobald der Gaul den Vorwärtsbefehl kriegt, wo reitet er? Ja, und dann fällt sie runter, oder wie? Massiv erschwert auch noch das Zaubern. Also dann kann sie auch mit einer Selbstbeherrschungsprobe Störungen ignorieren, kann sie das natürlich auch versuchen, aber... Ja, die Erschwernis ist natürlich da. Das ist also, toll. Reiten oder Zaubern? 3, 2, ich eins. Möchte beides machen und dann halt mit Selbstbeherrschungsprobe versuchen, diese Quark zu ignorieren. Dann fängst du erstmal an mit einer Reitenprobe. Alles klar. Bewegst du dich die gleichen Meter wie Jalan, dann hast du dein Pferd zumindest in einen Sprint gesetzt und dann kannst du nächste Runde deine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, bis du ankommst. Alles klar. Meine Liebe. Ne? Diese Runde ist fertig, Boltax. Ja, ich würde erstmal zurückhalten. Warten. Der Junge ist ja entspannt. Ah ja! Ich habe meine ganze ASP rausgehauen für die Blase. Ich habe noch 5 ASP. Ich kann so gut wie nichts machen. Jalan hat vorgezogen. Jalan ist geritten. Dann sind meine uronischen Kriegerinnen dran. Die legen einen weiteren Pfeil auf. Die haben natürlich auch Schnellziehen. Aber das dauert erstmal eine Runde. Und werden diese Runde, wie gesagt, nur Pfeil einlegen und zielen. Rafim. Ich reite hier hin. Ja, sollte natürlich klappen. Da will ich trotzdem mal eine Reitenprobe von dir haben, weil du den Hügel hochreitest, an dem Schuh vorbei. Ja, ich kann ja außerhalb seiner Reichweite reiten. Das sieht nicht so gut aus. Wenn das nochmal ein bisschen erschwert wird, weil ich dazu der Erschwernis nichts gesagt habe. Hast du noch einen Schicksalspunkt oder so für die 18? Ja. Das ist halt die Frage, ob ich den brauche. Du brauchst den auf alle Fälle. Also so Hügel hochreiten, an einem Schuh vorbei. Okay. Das ist eine Schreckgestalt. Ja, dann wirst du auf alle Fälle hier von deinem Pferd fallen. Wahrscheinlich macht sich ab vor lauter Dämonen. Ja, bei Galopp vom Pferd fallen 2W6 plus 4, richtig, Jana? Plus derzeitige Geschwindigkeit des... Nee, Quark. 2W6 plus 4 kannst du abfangen durch eine Körperbeherrschungsprobe, erschwert um derzeitige Geschwindigkeit des Pferdes. Wenn du sprinten wolltest, also 12. Ausgezeichnet, dafür habe ich dich. 12. Das sind dann übrigens. Nee, Fallen zählt da nicht zu. Fallen wäre nur kontrolliert, oder? Ich würde es zulassen. Doch, Fallen, ja, das passt. Ich nehme an Fallen im Sinne von Stürzen. Ja. Weil so viel das, so oft falsch das lasse ich zu. Also, das sind dann 11 Schaden. 11 Schadenspunkte? Ja. Ja, dann liegst du am Boden. Wir nehmen deine normale Initiative von 18 plus 1 W6 und dann bist du gestürzt. Dementsprechend nochmal minus 4. 5. Minus 5? Mal vom Pferd fällt 20 sind 15. Genau, dankeschön. Damit ist die Kampfrunde durch. Wir gehen weiter auf die 10. Der Schof ist dran. Der Schof bewegt sich. Zieh ich vor. Okay, ja, das ist wichtig. Ja. Zieh vor. Ich kann dann eine Aktion ausschieben, wenn ich eine GE-Probe verwende, richtig? Korrekt. Ja, falls es nicht klar war, es war ein SPA. Oh. SPA, ja, dann stehe ich nur auf. Gut, nochmal schöner Hinweis, SPA, also 11 SPA sind 12, sind 6, so. Sind 6 SP. Ach so, nur SPA ja dann. Gut, dann brauchst du beide volle Aktionen, um aufzustehen. Und richtig. Deine Runde ist durch. Der Schruf ist dran, der Schruf bewegt sich einen Schritt in die Richtung. Und dann würfel ich mit einem W6, wie viele Aktionen er dieses Mal noch chaotisch benutzt. Er möchte zweimal nach dir schlagen. Ich guck gerade mal nach dem Schruf. Der hat eine Attacke von nur 15. Dann würfel ich 2W20. 1, 2. Das ist einmal gelungen und er macht 2W6 plus 3 auf NSP. Auf was? Auf NSP, Distanzklasse. Ah, okay. Wow. 2W6 plus was? 2W6 plus 3, also 5 TP. Trefferzone? Ja. Ja, Trefferzone musst du mal bitte selber bestimmen. So, ja. In den Schwertarm. Ja. Dann macht er mir einen SP. Ja, er schreit unheilig. Jalan kennt das Geräusch schon. Ein widerliches Ziehen, was sich in deinem Kopf breit macht, Jalan, als du auf ihn zureitest. Aber mir. Ich würde reiten auf ihn. Muss jetzt mal die Distanz überwinden. Ja. Ganz normal Reitenprobe. Nur Reitenprobe musst du nicht machen. Ich glaube, das sollte noch nicht okay. Das Problem sein. Du kannst einfach dann deine GS mal 3. Wie viel ist denn von dem komischen Pferd? Ich weiß es nicht.
12, also 36 Meter. Ja. Bin ich, du kannst noch zwei freie Aktionen Schritte wählen, wenn du möchtest. Ja, auf das macht schwierig. Die Power Gamer. Ich habe von den Besten gelernt, in diesem Fall der John. Ja, richtig. Ja, genau, so macht man's. Dann ist Abel mir durch, Isarun. Genau, ich hatte ja gesagt, dass ich anfange zu reiten. Gleiche Distanz jetzt oder wie oder was? Genau, du reitest automatisch weiter, sind wieder 36. Hattest du es eben schon gemacht? Nee. Reitenprobe habe ich schon gemacht, ja. Hat sie auch geschafft. Ja, du hattest sie aber noch nicht bewegt, oder? Nee, genau. Ja, du musst du einmal jetzt 36. Das ist die erste Kampf. Genau. Da bist du zum Anfang dieser Runde. Und jetzt okay. Nochmal 36. Du hattest aber gesagt, dass ich jetzt die Selbstbeherrschungsprobe machen soll, oder machen wir das erst mal, später? Erstmal machst du jetzt die weiteren 36. Die reitet dann fährt ja automatisch. Ja. Letzte Runde musstest du ja erstmal anfangen zu reiten. Das hat die Aktion gekostet. Aber jetzt ist er genau in Gang, jetzt reitet er erstmal weiter, solange du nicht genau. Ah. Das heißt, weitere 36 Schritte, bitte? Das ist halt regeltechnisch ein bisschen dumm abgebildet, dass das Pferd ja im Grunde auch unabhängig vom Reiter agieren kann. Gut, und jetzt versuchst du bitte die Störung zu vermeiden, um irgendwas weiteres zu tun. Jawohl, ich habe eine, genau, ich habe eine Spezialisierung auf Störungen ignorieren und Konzentrationsstärke. Das erleichtert mir das Ganze um 7. Das WDZ gibt als Richtlinie für die Erschwernis eine plus 7 an. Ja, also du kannst einfach gucken, ob du da irgendwie was. Ja, nee, genau, bei 13 Stärchen reichen mir da, ist völlig okay. Dann darfst du jetzt auch zaubern auf dem Pferd, während du hinreitest. Alles klar, beziehungsweise am Ende der vierten Aktion, ne? Ich würde dir am Ende der dritten Aktion, sprich du darfst die erste Aktion in dieser, oder die zweite Aktion in der zweiten Kampfrunde darfst du schon anfangen. Du darfst deine Probe aber jetzt schon würfeln, wenn du Zauberkontrolle hast. Ja, genau, nee, das mache ich dann halt schon. Also wie gesagt, gegen Dämonen und persönlicher Schild. Diese Runde ist durch, 19, Voltax. Ja. Wartest du weiter ab? Nee, ich reite jetzt auch mal nach vorne die 32, nee, Quatsch, dreimal 12, 36. Achso, Avianda macht das natürlich auch. Und Chiaras reitet natürlich. Braucht wohl ein bisschen länger aus irgendwelchen Gründen. Was mit Rolagnur? Reitet er auch mit? Den gibt's aktuell nicht, weil er nicht beschworen ist. Aber er reist als Token. Gut, dann ist Boltax durch. 23 Jahre lang. Ja, ich sprinte meine 36 Meter neben Isarun her und rufe noch: Dämon! Isarun, kümmert euch! Mit meinen zwei freien Aktionen. Gut. Dann sind die Auronischen Kriegerinnen dran. Die würfeln einmal und wollen gerne einen Fernkampf schauen. Die sind 30 Meter entfernt. Dann würfel ich 2W6, ob sie dich treffen. Ja gut, aber ich habe ja immer eine halbe Deckung, oder nicht, durch den Schruf. Steht ja immer in im Weg. Das wäre Schießen ins Kampfgetümmel. Das ist ein Erschwernis von... Auf welche Tanzklasse ist der Schruf? Aktuell hast du ihn nicht angegriffen. Das heißt, er sucht sich die längste aus. Das ist HNSPP. Das müsste ein Erschwernis von 1 oder 2 Punkten sein. Wenn sie genau um diese Erschwernis verfehlen, wird ein zufälliger Teilnehmer getroffen. Ja, dann heißt es, das haben sie beide getroffen. Langbogen macht 1W6 plus 4 plus 6 plus 6. 5, ne? Meine ich. Warte, ich habe noch einen im Inventar, glaube ich. Das tut zumindest weh. Ja. Ja, Langbogen macht 1W6 plus 6. Auf 50 Schritt oder weniger macht er einen Schaden mehr, auf 25 weniger 2 Schaden. Dann sind es 1W6 plus 7 mit Wundschwelle minus 2. Aber der hat auch 5 Aktionen Ladezeit, also. Ja, warte mal, das erste sind dann 13 in den Schildarm, dann kriege ich 9 in den Schildarm. Das müsste eine Wunde sein. Plus 6, ne? Wegen der Entfernung. Hab ich doch. Ja, okay. 6 plus 6 sind 12. Genau.